Wir haben hier drei Piloten am Start, den Ronald Vogler, den Wolfgang Edinger und den Martin Thoma. Wir haben drei verschiedene Elektrosegler, ein Edwin Glockler gestartet, dann als zweites Modell hier. Und als letztes gestartet hier der Pyris 290 bei Aerotech. Spannweite 2,90 Meter. Ein dynamischer Allrounder, wie schon gesagt, mit Taylor-Grad. Einfach am Hang und in der Ebene natürlich auch. Ja. Alltagseinsatz als Elektrosegler. Da habe ich hier einen geräumigen Rumpf, stabile Bauweise. Und das ist nicht unbedingt auf Extremes performt wirklich, sondern auch PS-Leitklasse hervorragend geeignet. Ja, wir haben hier die Solid-Core-Bauweise dieser quasi die Performance von so einem Stehsichtgefühl, wie man so schön sagt, ja, nicht nur mit einer gewissen vorbildlichen Optik. Aerotech natürlich auch mit einem eigenen Stand hier vor Ort. Ja, die F5J Elektroantrieb, unabhängig von einer Winde, Hochstartzahl, Schlepper oder. Und dann hier eine recht gute Performance. Also da reicht schon an die geringste Thermik aus, um mit so einem F5Jler da sich in der Thermik wirklich sehr gut bewegen zu können. Sensor F5J. Ah ja, okay. Ja, das dürfte der Pyris 290 gewesen sein. Oder zum Kurva. Die Kura steht auf dem Seitenleitwerk, dann wird das auch sein. Der Allround-Säger mit der Skate-Optik. Na, jetzt ist Race gelandet, genau. Sieht man schon, dass der kleine ist. In der Luft noch der F5Jler. Butterfly gesetzt. Sieht man mal schön, wie langsam so ein F5Jler hier